Moin Moin Freunde der vergänglichen Kunst! Ja, lange nichts mehr von mir gesehen, lange nichts mehr von mir gehört. Trotzdem, ich bin noch da. War ein ereignisreiches Jahr, muss ich dazu sagen. Aber da bin ich wieder. So, heute ist der 27.12.2017. Was haben wir heute gemacht? Was haben wir die letzten Tage gemacht? Die letzten Tage waren natürlich einmal Prospekte wälzen. Ja, kennt ihr ja mit Sicherheit. Hier noch das schöne Aldi Nord Prospekt. Und schon mal so ein paar Artikel vorab. So, naja, anschauen, ne? Liste schreiben, wie man das so halt kennt. Ja, wie gesagt, heute, 27.12., war Vorschießen bei den Waldpyros in Tangermünde. Und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen und fahre natürlich mal hin. Ja, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Positiv überrascht, all die Waldpyros in Tangermünde einen kleinen Shop haben. Das war jetzt alles anders. Der Brennplatz war ein anderer, der war direkt eigentlich vor dem kleinen Shop, so wie ich ihn kannte. Jetzt sind sie umgezogen zum Verkauf für die Feuerwerkskörper in das Kulturhaus. Haben dort richtig was aufgebaut, muss ich dazu sagen. War ich total baff und überrascht. Und wie es da ausgeschaut hat, das zeige ich euch gleich, wenn ihr dran bleibt. Abschlussfeuerwerk und ein paar Zwischensequenzen kann ich euch noch zeigen. Ansonsten seht ihr hier schon auf dem Tisch, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Grundwerkzeug, was man so benötigt, kennt ihr ja die letzten Tage, die letzten Jahre, Wer meine Videos verfolgt, weiß, was ich so vorhabe. Und das werde ich auch in diesem Jahr wieder umsetzen. Ich schwenke mal kurz rum. Da seht ihr die Stative, Kabel, das Rad und Boxen. So, jede Menge Kartons, die noch geöffnet werden wollen. Aber dazu dann später mehr. Gut, jetzt schauen wir erstmal, was in Tangermünde los war. So denn, bis gleich. Abschlussfeuerwerk zum Vorschießen 2017, 2018 bei den Waldpyros. Vielleicht hört man es im Hintergrund, die Musik.
So, da sind wir wieder. Wie gesagt, es war mega mäßig, muss ich sagen. Ich war wirklich total geflasht. Gut, es ist überwiegend Jorge, aber auch Blackbox, Leslie und Nico. Aber wie gesagt, habe ich so noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Respekt an die Jungs. Macht doch einen Haufen Arbeit. Und bin wirklich gespannt, was ich da morgen abholen kann. Ob ich doch alles kriege, was auf meiner Liste stand. Ja, des Weiteren, wie ihr seht, seht ihr nichts. Jeweils noch nichts viel von dem, was eigentlich ich so vorhabe. Ja, um das zu ändern, machen wir mal einen kurzen Cut. Und melden uns gleich wieder.